da sind wir zurück in Basel. Bei mir ist der Goalie Roman Bürki. Roman Bürki, ein gewonnener Punkt aus Sicht der Grasshoppers. Ja, ich würde sagen, also, es ist sehr schwierig hier gegen Basel zu spielen. Basel ist die Top-Mannschaft im Moment von der Schweiz, in Europa super vertreten. Und ich glaube, wir müssen zufrieden sein da mit einem Punkt. Ja. Was hat es so schwierig gemacht, die Partie? Als Externe hat man das Gefühl gehabt, es ist irgendwie etwas, was nicht gelöst ist. Es hat wenig Torszenen gegeben. Warum echt? Ja, ich denke, wir sind beide sehr gut gestanden, Basel und wir. Wir haben natürlich super gespielt wieder im zentralen Mittelfeld. Ist wieder, das Spiel hauptsächlich dort abgelaufen. Ich glaube eben, es ist ein Beweis für die gute Defensive im Moment von Basel und von GC. Und darum ist es relativ schwierig, zu Chancen zu kommen. Aber ich würde sagen, wir können zufrieden sein mit dem Spiel. Ja. Was ist es jetzt im Kopf für eine neue Ausgangslage, dass man weiss, Basel kann es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen? Zwar früh, aber es ist ja so auf dem Papier. Ja, es ist schon noch ein bisschen früh für das, für uns vor allem. Wir sind so oder so, die eigentlich im Kopf immer haben, Spiel von Spiel zu Spiel schauen. Jetzt geht es weiter im Göpp, wo wir das nächste Spiel müssen fokussieren jetzt schon. Und ja, es ist natürlich sicher, wie gesagt, ein gewonniger Punkt hier in Basel. Aber egal, hin oder her, junge Mannschaft und so weiter und so fort, wer zuoberst ist, wer in Basel besteht, der will auch am Schluss zuoberst bleiben. Wir probieren alles dafür zu machen, dass wir dort oben bleiben können. Ja, ist klar. Danke vielmals, Roman Bürki. Gratulation zum Punkt hier in Basel. Und ich glaube, das ist die... Ja gut, das ist nach wie vor so. Das kann man nicht in einem Spiel wegtuschen, sondern da braucht es viel, viel Arbeit und viel, viel Jahre, wie das der FC Basel auch gemacht hat. Aber heute in dem Spiel, wo sie vom Europa-League-Spiel, vom Hertha zurückgekommen sind, hätten wir doch das eine oder andere mehr sollen versuchen. Aber nochmal, wir müssen auch mit dem Punkt können zufrieden sein und kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Balance zu finden ist ja immer ein bisschen schwierig. Also ist dann irgendwann vielleicht bei den Spielern plötzlich auch im Hinterkopf, dass man dann auch ins offene Messer laufen kann und dann wäre der Vorsprung plötzlich nur noch ein Punkt. Ja gut, das ist sowieso das Thema. Das haben wir gewusst. Wir wollen auf jeden Fall nicht verlieren. Und das ist immer Gefahr da in Basel, weil bei den Konter, wie gesagt, sie immer wieder gefährlich können sein. Aber am Schluss hat die Mannschaft sehr gut gemacht und hat wieder zu Null gespielt. Und das ist doch eine gute Leistung hier in Basel. Ich bin versprochen. Hier, Vera Salatić, ich habe das Gefühl, zum Zuschauen war es nicht so eine attraktive Partie gewesen. Ist es irgendwie logisch, dass es so rausgekommen ist? Ja, ich würde sagen, die zweite Halbzeit war doch ein bisschen besser gewesen als die erste. GC hat doch nach vorne gespielt, doch die eine oder die andere Konteraktion gehabt. Von dem her würde ich sagen, ist für einen Spitzenkampf doch ein bisschen zu wenig gewesen. Vielleicht ein bisschen langweilig. Aber am Schluss zählt halt Punkte. Zwei Sachen will ich auch mit auf den Weg geben, die wir jetzt gehört haben. Zum Beispiel vom Philipp Degen. GC ist hochzufrieden mit dem Unentschieden. Ist es so? Das ist seine Ansicht. Ja, das ist sicher seine Ansicht. Ich meine, wenn wir da drei Punkte geholt hätten, dann wären wir sehr zufrieden gewesen. Mit einem Punkt können wir leben. Basel hat wahrscheinlich drei Punkte schon vorher geplant gehabt. Wegen dem sind sie jetzt vielleicht ein bisschen frustriert. Aber ich würde sagen, es ist unter dem Strich ein Punkt für beide Mannschaften genug. Wenn man nur so ein Zeichen, das ist etwas, was der Benny Thurner jetzt immer wieder gesagt hat, bis jetzt hat man irgendwie immer das Gefühl gehabt, ja geht's, die sind halt auch ein bisschen überraschenderweise da oben, aber ist das heute so etwas wie ein weiteres Reifezeichen gewesen von ihrer Mannschaft, von den Grasshoppers? Ich würde schon sagen, die Mannschaft hat defensiv sehr gut gespielt, sehr diszipliniert, gut gestanden. Wir haben doch eine Richtung müssen ersetzen in der Abwehr. Das haben sie ohne Probleme gemacht. Ihre Kollegen sind da gerade am Ausläufen. Ihr geht ja nachher sicher noch zu ihnen in das Insta sehen, also der Hajrović und der Chakava. Ja, ihr seid schon spezielle Truppe, das spürt man. Ja, wir sind vor allem eine junge Truppe. Wir sind vor allem eine junge Truppe. Wir haben doch erfahrene Leute drin. Ich würde sagen, jung und wild. Doch. Jung und wild. Und das sagt ja immer der Chef, der Uli Forte, sagt, die Jungen, die Wilden, die müssen wir immer wieder einen Witz zurück auf den Boden holen. Ist das auch jetzt Ihre Aufgabe? Ja, auf jeden Fall. Doch. Das ist auch mit der Aufgabe von mir. Aber natürlich auch in Richtungen, wo das macht. Oder ein Davide Toini, der Ersatzgoalie ist, aber der das trotzdem auch macht. Und, ich würde sagen, die Mischung in der Mannschaft ist sehr gut. Das, was er heute abgeliefert hat, ja, klar wird die Meisterschaft nicht heute entschieden, aber ich habe es vorhin mit dem Roman Bürki besprochen. Wer jetzt oben ist, der will doch das bis zum Schluss bleiben. Ja, wir haben doch gesagt, in der Rückrunde wollen wir uns so lange wie möglich oben behalten. Und in den ersten drei Matches ist jetzt sehr hervorragend ausgegangen. Wir haben 7 Punkte geholt. Ich würde sagen, das Maximum wäre 9, aber mit 7 ist es auch sehr gut.
Also, danke vielmals. Bin wir noch schnell da. Wir gehen schauen, wir haben einen weiteren Spieler bei der Barbara. GC ist am Limit, hat nicht viele Chancen gehabt. Ist das jetzt schon ein bisschen Psychokampf? Nein, würde ich nicht sagen, nein. Jan Sommer hat es eigentlich richtig gesagt. Wir haben doch sehr gut gestanden. Sind wir. Und, nach vorne ist nicht so viel gekommen wie in den anderen Match. Aber das sind halt Spitzenkämpfe. Wir haben auswärts gespielt und auswärts ist nie einfach. Und jetzt kommen die Kollegen da. Ja, vielleicht schnell. Vielleicht schnell. Ja, nicht mich umarmen. Innen umarmen. Schnelles Wort. Der Vero hat vorher gesagt, ihr seid halt ein bisschen verrückte, junge, wilde Truppe. Ist das so? Das ist so. Ich und der Tauli sind sowieso die Verrücktesten. Was ist die Qualität von dieser Mannschaft? Wo man das sieht man jetzt, das spürt man. Das ist einfach, wir haben volles Selbstvertrauen. Wir sind einfach frech und wir spielen einfach das, was wir können. Das macht uns eigentlich ganz stark. Und ich habe vorher schon mit dem Goalie, mit dem Bürki, mit dem Captain, mit dem Salatic geredet. Wer jetzt oben ist, Iset Hajrovic, der will doch oben bleiben. Ja, sicher, das ist unser Ziel. Wir wollten heute das Spiel gewinnen und den Abstand vergrößern. Aber das ist jetzt leider nicht möglich gewesen. Aber es ist gut, dass wir ein 0-0 gemacht haben. Wir haben immerhin können Punkte jetzt mit heimnehmen. Und jetzt schauen wir auf den nächsten Match. Nehmen wir schnell den Captain mit in die Kabine? Ja, sicher. Ist okay. Immer bei uns. So. Danke vielmals, Vero Salatic. Und alles Gute für den weiteren Verlauf der Meisterschaft.